Ja, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Vizepräsident, ich habe heute mehrfach schon in der dreieinhalbstündigen Debatte zur Regierungserklärung, aber jetzt auch die Zusammenarbeit in staatspolitischen Schulterschluss gehört. Und dann hat der Kollege Reiß im nächsten Satz sofort von den Ampelmännchen gesprochen, von destruktiven Taschenspielertricks und 10 Minuten lang das ausgeführt, was wir die ganze Zeit schon hören, nämlich die Ampel ist schuld an allen und jedem. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, ist es in Anbetracht der Lage in den Kommunen, in der Lage vor Ort, der Ernsthaftigkeit, in Anbetracht dem, ich habe vorher mit jemandem telefoniert, der hat gerade noch Feldbetten aufgebaut. Und er schaut sich so eine Debatte an und wir haben nichts Besseres zu tun, als wechselseitige Schuldzuweisungen zu machen. Hilft es den Kommunen vor Ort weiter? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird der Ernsthaftigkeit der Lage, in der wir uns befinden, nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und der Kollege Klaus Adl hat gesagt, die Kommunen schaffen das. Freilich, was bleibt uns über? Müssen wir ja. Aber wenn man es dann schon anschaut, ne? Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg in Europa, Flucht, Suche nach Schutz und jeder hilft, wie er irgendwie gerade helfen kann. Wir sind in einem Katastrophenmodus, in einem dauerhaften Katastrophenmodus, seit über 2 Jahren und noch auf unbestimmte Zeit. Und diese Probleme schlagen dann vor Ort auf. Die schlagen auf in die Kommunen, bei den Ehrenamtlichen, bei den Hilfsorganisationen, bis in der Kita. Und diese Probleme oder Herausforderungen oder wie auch immer man dazu sagen möchte, die sind am Ende so groß, dass es nicht mehr eine Ebene allein überhaupt lösen kann, sondern sie können nur gemeistert werden, wenn die verschiedenen Ebenen anfangen zusammenzuarbeiten und nicht wechselseitige Schuldzuweisungen zu betreiben, meine Damen und Herren. Ich glaube, es wäre höchste Zeit, dass wir da wieder hinkommen. Und dann werden wir feststellen, dass die Lage so ernst ist, dass wir kurzfristige, pragmatische Notlösungen brauchen und dass wir dann irgendwann langfristig doch einmal echte, nachhaltige Lösungen finden müssen für die vielen Themen. Für einen Wettbewerb der besten Ideen und nicht einen Wettbewerb der besten Schuldzuweisungen. Wenn ich mir die Lage anschaue an den Orten, die natürlich jetzt zunächst die Geflüchteten sehen, an den Großbahnhöfen, die wir haben, dann ist die Lage ernst und dann ist es ganz entscheidend für den Erfolg, dass wir in die Fläche verteilen können, in die Landkreise verteilen können. Und dann reicht es auch nicht, über Kommunen die Nase zu rümpfen oder nette Pressetermine zu machen, wo man irgendwie kritisiert, sondern wir müssen die Ärmel hochkrempeln und wir müssen versuchen zu verteilen, wo es noch gerade irgendwie geht, um die Situation zu meistern. Und zwar in enger Abstimmung mit den Kommunen, nicht nur mit den unteren Staatsbehörden, mit den Landratsämtern, sind wichtig, aber auch mit den Kommunen, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und es ist ja insbesondere deswegen notwendig, weil wir eigentlich uns schwer tun, einen Überblick zu haben über die Lage. Es findet vieles privat statt, es wird vieles improvisiert. Aber im Grunde vor Ort wissen wir nicht genau, wie viele Menschen kommen morgen und übermorgen und nächste Woche, wie viele müssen wir unterbringen. Und natürlich wäre es hilfreich, wenn wir für so eine Katastrophensituation irgendwie einen Plan hätten. Aber es scheint eher nicht der Fall zu sein. Und das heißt, wir müssen das Beste daraus machen und ganz entscheidend die enge Abstimmung und die klare Krisenkommunikation. Und der gute Plan, ich meine, wir haben ja Erfahrungen aus 2015, von denen profitieren wir natürlich jetzt vor Ort. Aber im Endeffekt ist es gerade die Arbeitsebene, die unterste Ebene, die das Ganze hier schultert. Wichtige Themen für die Kommunen, für die unteren Ebenen, Thema Entbürokratisierung und Finanzierung. Ich möchte einen Fall der Entbürokratisierung ansprechen. Ich glaube, wir müssen ja Wohnraum anmieten, wo wir jetzt gerade irgendwo Wohnraum finden, weil es werden noch viele kommen. Da glaube ich, da braucht man sich ja keine Illusionen machen. Ich glaube nicht, dass der Krieg nächste Woche vorbei ist, sondern das ist der Anfang von denen, die jetzt da ist. Und wenn ich dann höre, heute aus dem Gespräch, aus dem Katastrophenstab bei uns, Krisenstab vor Ort, dass wir Studentenwohnungen haben, die leer stehen und jetzt erst einmal geprüft werden muss, ob das förderschädlich ist, wenn wir da ukrainische Frauen und Kinder unterbringen, die derzeit in der Turnhalle sind, dann habe ich das Gefühl, es sind noch nicht alle im Katastrophenmodus angekommen. Ich bitte wirklich, dass wir alle zusammenhelfen und die Lösungen finden. Thema Finanzierung. Natürlich ist wichtig, jetzt Wohnraum zu finanzieren,
Thema auch Sachen anzumieten, auch so viel anzumieten, wie man irgendwie kann. Es wird allerdings nicht allein reichen. Es ist ja schon angesprochen worden, da werden etliche da bleiben, wir werden Integrationsleistungen haben, da werden wir auch Kosten und Aufgaben haben, die bei den Kommunen sind. Und ich weiß selber auch, dass der Staat nicht immer alles ersetzen kann. Das wird auch nicht so sein. Aber wir werden schon Budgets vorsehen müssen, wo wir Integrationsleistungen mitfinanzieren und die Kommunen unterstützen dabei, um es vor Ort bestmöglich zu schultern in der schwierigen Situation. Was natürlich auch wichtig ist, ich möchte es einfach einmal sagen, dass die Eigentümer, die uns Wohnraum vermieten, das jetzt auch zu marktüblichen Preisen tun. Das ist wichtig, da brauchen wir auch verantwortungsvolle Eigentümer. Das ist tatsächlich auch meine Bitte. In den vergangenen Krisen gab es ja immer mal wieder Leute, die versucht haben, aus Krisen Profit schlagen zu wollen. Ich hoffe, das können wir dieses Mal vermeiden. Ein gewaltiges Thema, das uns bevorsteht, wenn wir anschauen, wer zu uns kommt. Wir haben sehr, sehr viele Kinder, ist der Bereich der Kinderbetreuung. Und wir haben reihenweise in Kommunen Wartelisten, ganz ohne diese Situation. Wir haben Fachkräftemangel, möchte fast sagen, ohne Ende. Und es rächt sich natürlich, dass man in der Vergangenheit die Rahmenbedingungen nicht so verbessern konnte, dass wir so attraktiv sind in dem Bereich, dass wir ausreichend Fachkräfte haben. Die Rahmenbedingungen sind schlecht und man hätte in der Vergangenheit schon mehr in Qualität investieren müssen, meines Erachtens. Fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Nur wir werden jetzt in der aktuellen Notlage, müssen wir uns eigentlich, glaube ich, bewusst sein, da werden wir den Perfektionsanspruch in einigen Stellen nicht erfüllen können. Sondern da müssen wir jetzt schauen, dass wir das Beste daraus machen. Und da müssen wir meines Erachtens auch die geflüchteten Erwachsenen fragen, was haben sie denn für Qualitäten? Ist da jemand Erzieherin oder Erzieher gewesen? War da jemand Grundschullehrerin oder Grundschullehrer? Das sind die Situationen. Ich würd gern alle Kinder bei uns in den Kitas im Regelbetrieb unterbringen und integrieren. Aber wir wissen nicht, wie viele das noch kommen. Und wir müssen da auch, glaube ich, ehrlich sein, dass die Lage ernst ist. Und dass wir Notlösungen benötigen werden und dass wir Menschen mit einbinden müssen, die zu uns kommen. Auch das Thema Anerkennung ausländischer Fachkräfte, die schneller und erleichtern, ist ein wichtiger Baustein. Und dauerhaft ist es notwendig, wirklich zwingend notwendig, und es ist in der Vergangenheit oft einmal belächelt worden, dieses Thema. Aber dieser ganze Bereich der frühkindlichen Bildung, da müssen wir endlich die Rahmenbedingungen so verbessern, dass uns nicht nur, dass uns mehrere Leute die Ausbildung machen, sondern dass uns die erfahrenen, guten Fachkräfte in diesem Bereich bleiben. Ansonsten haben wir für die Kinder, für die Eltern, für den ganzen Standort Bayern künftig in dem Bereich der frühkindlichen Bildung massivste Probleme. Ich möchte es einfach wirklich in aller Deutlichkeit sagen, hier sind dringend Investitionen in Qualität und Rahmenbedingungen geboten, meine Damen und Herren. Ja, und wo waren wir ohne das Ehrenamt im Katastrophenschutz? Wo muss ich einmal vor Augen halten und auf alle Organisationen, ich nehme da alle mit ein, die Weißen, die Roten, die Blauen. Und wenn man sich überlegt, was wir für Katastrophen hatten in den letzten Jahren, von der Flüchtlingssituation, von der Corona-Pandemie, vom Ahrtal, wo viele ja aus Bayern im Einsatz waren, jetzt haben wir diese Situation. Wir haben da viele, viele Menschen, die im Grunde in einer Katastrophe nach der anderen im Einsatz sind, die hoch belastet sind in der Situation. Und ich glaube, es wird der Moment kommen, und dieser Moment ist jetzt, wo man darüber nachdenken muss, dass eine Anerkennung in Form der örtlichen Ehrenamtskarte auf Dauer nicht ausreichend sein wird, sondern wir müssen uns zusammensetzen und darüber unterhalten, wie wir den Menschen, die hier für unsere Gesellschaft im Katastrophenschutz zu jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz sind, wie man ihnen echte Wertschätzung und Anerkennung zukommen lassen kann. Ich mache bewusst keinen Vorschlag heute, weil ich glaube, dass wir es in einem Konsens zusammen schaffen müssen. Wir haben da immer weniger Leid und die wenigen werden immer stärker belastet. Und ich glaube, es ist wirklich geboten und dringend notwendig, dass wir hier unser Ehrenamt in diesem Bereich stärken und mehr wertschätzen, meine Damen und Herren. Ja, ich sage das hier in aller Ernsthaftigkeit, weil es gibt ja die verschiedenen Prognosen, was da in nächster Zeit noch auf uns zukommt. Und vielleicht kommt es ja nicht so schlimm, gell? Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, vielleicht wären es nicht ganz so viele. Aber Gewissheiten haben wir keine. Und wir müssen uns mit Worst-Case-Szenarien beschäftigen. Wir müssen uns beschäftigen mit der Frage, was ist denn, wenn bis zu 10 Millionen Menschen die Ukraine verlassen? Und mein Eindruck ist, wir haben jetzt fast noch ein bisschen einen Puffer, weil unsere osteuropäischen Nachbarn hervorragend arbeiten und sehr viele Menschen aufnehmen und weil wir viele privat unterbringen können, was uns auch einen Puffer bietet.
Aber dieser Puffer kann sehr schnell aufgebraucht sein. Und daher sage ich Ihnen, die Lage ist äußerst ernst. Wir sind in einem Katastrophenmodus und in dem ist es erforderlich, gemeinschaftlich auf Augenhöhe mit allen Beteiligten in dem Wettstreit für die beste Idee und nicht für die massivste Schuldzuweisung hier zu arbeiten, um einigermaßen diese Krise zu überstehen. Herzlichen Dank.